Hallo Leute, da sind wir. Wir gehen jetzt hier raus. Wir haben alles erledigt im Buhu-Haus anscheinend. Wir haben ein paar Sachen eingekauft. Mysterium für eine Münze, keine Ahnung, macht vielleicht irgendwas. Gucken wir uns einfach mal an. Das sind die Torwachen. Da konnte man vorher nicht durch, das habe ich gar nicht gezeigt. Das hatte ich in der Aufnahme, die ich verkackt habe, leider gehabt. Ich habe auch keine Angst, ich bin Mario. So. Das war nicht so schlau. Wir können uns gleich mal den neuen Typen ansehen. Das sind einfach grüne Goombas, kein Plan. Hypra-Goomba. Also das sind jetzt Sachen. Ich scanne das jetzt nicht mehr, weil das lohnt sich jetzt auch nicht. Warum soll ich das denn scannen? Das sind einfach nur Goombas. Drücke so schnell wie möglich nach links. Okay, kein Plan, habe ich nicht verstanden, aber der Gegner ist wahrscheinlich tot. Nein, ist er nicht. Okay, was immer auch tut. Ah, ich sehe, was tot. Ich muss es ein bisschen leiser machen, glaube ich. Okay, ich habe es nicht ganz verstanden mit diesem der Ohrfeige. Gucken wir uns das einfach nochmal an. Erstmal auf ihn hier, damit er da von seinem hohen Ross runterkommt. Und das war natürlich sehr schlecht gemacht, aber was soll man tun? Drücke so schnell wie möglich nach links. Verstehe ich nicht. Kein Plan. Sich so wahrscheinlich. Nicht so hin und her, sondern ne, verstehe ich nicht. Kein Plan. Muss ich wieder nachschauen. 8 Schaden? Kann ich gleich erstmal wieder zurückgehen. Wenn die mich hier fast wegprügeln. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht diesen Angriff. Drücke so schnell wie möglich nach links. Mache ich doch. Plan. Na, wechsle ich gleich erstmal aus. Die muss ich jetzt töten, weil sonst bin ich nämlich tot. Dann habe ich den ganzen Pilz und dann lade ich auch. Ich wechsle die jetzt erstmal aus. Ich hoffe mal, sie kriegt eine bessere Attacke. Kein Plan. Nur wird diese Ohrfeige, verstehe ich nicht. Nein. Kein Plan. Muss ich nochmal gucken. Irgendwas läuft da nicht so richtig mit der Fähigkeit. Hör ich. Kein Plan, mach sie falsch. So schnell wie möglich nach links. Wie oft einmal. Ne. Na gut. Dafür haben wir euch. Ihr wisst das bestimmt, was man da genau machen muss. Eni oder so. Eni ist ja eigentlich ein richtiger Pro in dem Spiel. Nur ein paar andere. Ich habe leider die ganzen Namen nicht so im Kopf. Eni weiß ich einfach nur noch, weil er so viel Mario Kart mitgefahren ist. Hey, ihr könnt mich jetzt mal dann. Ihr könnt mich da halt nicht am Arsch lecken. Natürlich noch 2, ja. Muss natürlich sein. Das ist schon wieder so. Das fängt schon wieder so richtig scheiße an. Aber egal. Das war jetzt nicht so gut. Das war sehr gut. Na, haben wir denn erstmal da vom Himmel. Macht der Panzerstoß, weil das geht nämlich ganz gut. Und das mit der Ohrfeige muss ich mal schauen. Na, ich bin wieder eingerostet. Spielt man mal ein paar Tage nicht und schon läuft es nicht so rund hier. Ah ja, 39 Sternpunkte noch. Da haben wir schon wieder ein Level. Da können wir nicht rein.
Dann gehen wir mal weiter. Buhus oder was? Was sind das für Wilde oder was? Okay. Und da bin ich wieder. Ja, wir haben Herbert gefressen. Ich musste gerade kurz weg. Ja, Herbert, ey. Tuba Bluba hat ihn einfach gefressen. Und jetzt sollen wir Tuba Bluba töten, ist ja klar. Bleibt mal locker, wir machen das schon. Habt ihr hier eine tolle Bude? Die Folge wird auch jetzt nicht ganz so lang. Nicht heilen, so. Zeit, ein bisschen wenig Zeit eigentlich alles aufzunehmen, deswegen gucke ich einfach mal. Ah, ja, möchte ich. Was ist das? Okay. Oh oh. Das ist Tuba Bluba, okay, sehe ich den mal. Was hat er denn jetzt? Er wird doch gefressen. Eiskalt, er frisst ja den einfach auf. Tschüss. Und ihr habt alle zugeguckt. Stanley ist tot. Ihr Schweine. So, buh, verschwinde wieder. So. Gehen wir mal weiter. War natürlich jetzt nicht so nett vom Tuba Bluba. Euch kenne ich doch noch, ey. Ihr könnt mich echt mal am Arsch legen. Paracarry. Für sowas bist du gut, ey. Nein, bist du anscheinend nicht, ey, weil du zu schlecht bist. Muss Cooper das machen? Ha! Will ich das mitnehmen? Ach, lassen wir es. Scheiße, das Schwier war. Was ist das denn? Klebstoff oder was? Machen wir gleich einen Powerpanzer. Oh Mann! Das ist schon deprimierend, ey, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so daneben haue. Und selbst das nicht mehr hinkriege. Ist okay. Das war okay. Und bam. So, einer tot. Fehlen nur noch zwei. Diese Steinmonster habe ich schon mal, wollte ich schon mal bekämpfen und das habe ich dann irgendwie hingekriegt. Ich glaube, das war offscreen. Seitdem gehe ich einfach einen Bogen um die, weil die mir echt auf den Sack gehen. Ah, das ist die Verteidigung, ne? Die läuft. Dann bewegen die sich hin und her. Was soll das? Das sind Goombas. So ein Panzerstoß, so. Na, ich bin heute nicht ganz so bei der Sache. Ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe, es verbessert sich wieder die Tage. Wir gucken, wann. Pissi mit dem Wiener Trockenpilz, ey. Was ist mit dem Kleber? Tangiel. Das lassen wir jetzt auch mal hier liegen. Weil wir ja Buh dafür haben, wenn wir unbedingt brauchen. Einen Brief nehmen wir mal mit. Wir schmeißen die Dinger auch überall hin. Ja, ihr Steinmenschen, ihr könnt mich mal. Den nehmen wir noch mit. Die ist klar, 4 Stück. Okay, dann werden wir die jetzt erstmal alle bearbeiten. Und dann kann Cooper die nachher alle schön nach und nach im Maß nehmen. So sieht's aus. So, zack. Jetzt kommen wir nicht mit der Scheiße. Und du auch nicht.
What the fuck, ey, die bringen mich um. Ja, ich renne vom Goomba weg. Die Schweine hat mich lang gemacht. Sage ich euch, die hat mich lang gemacht. Werde ich die denn töten sollen? So schnell alle. Ich weiß, ich hätte mich wahrscheinlich unsichtbar machen sollen, aber nein, habe ich nicht gemacht. Manchmal muss man auch einen taktischen Rückzug erwägen. Und das war in dem Fall das Beste. Ich habe noch Power Carry ausgerüstet. Lass mich in Ruhe. Ja. Seid auch alles. Alter, seid ihr alle hartnäckig? Was soll der Scheiß? Hier würde irgendwas passieren. Sind wir schon bei Toba Blubas Hülle oder was? Könnte was schon sein, oder? Sieht das aus wie sein Schloss. Okay. Gehen wir einfach mal rein schon. Ich glaube, ich weiß, was Sache ist. Wir brauchen ein Buu. Guba, du Schwein, du hättest was machen können. Willst du mich verarschen, Koopa? Ey, du warst dabei, als wir sie geholt haben. Und dann kommst du mit so einer scheiß Leier. Ist das wirklich dein Ernst? Verdammte Scheiße, Junge. Die gehen mir ja gerade alle auf den Piss. Es ist zu spät, ihr könnt mich nicht mehr aufhalten. So. Hast du so gedacht, ne? Was ist das denn jetzt hier? Muss ich wahrscheinlich erst von oben irgendwie durchbrechen, damit ich da... Ha, ich wusste, dass es geht. Habe ich mir fast gedacht. Was sind das für Gegner? Klubber. 4 Schaden. Das machen wir. Machen wir den Hammer, weil ich weiß nicht, wie das hier aussieht, ob die denn mit ihrer Waffe nicht irgendwie abblocken können. Hm, schon einer kaputt. Das war nicht gut. Und ihn noch hier weghauen. Ein paar Gegner überspringe ich. Ich weiß nicht, es wird vielleicht vielen nicht so gefallen. Aber weiß ich nicht. Dann ich einfach dann keine Lust zu kämpfen. Und ich merke manchmal einfach, dass die Sternpunkte, die man dann. Sind auch gerade nicht viel. Und dann, warum? Warum dann kämpfen? Besonders gegen so dumme Goombas. Kämpfe ich lieber gegen sowas hier. Auch wenn die nur 6 Sternpunkte geben. Ist ein wenig. Aber wir haben aber ein Level. Das ist schon wieder ganz praktisch. Ein Superpilz, was tun wir dafür weg? Ich weiß es nicht. Wir werden einfach einen Superpilz wegwerfen. Und dann werden wir einfach einen Superpilz essen. Jawollo. Und dann holen wir uns den Superpilz wieder. Perfekt. So ist man sparsam, was die Umwelt anbelangt. Sternsplitter. Den nehmen wir noch mit. Ja, damit. Gut, ich glaube, dann machen wir auch Schluss. Nächstes Mal werden wir die Leute hier noch vermöbeln. Und dann machen wir auch weiter im Schloss. Das ist ja dann morgen, also Sonntag für euch. Okay, dann sage ich mal ciao. Lief jetzt nicht ganz so gut. Wie gesagt, ich bin ein bisschen geschlaucht. Ich weiß nicht warum. Aber wird wieder besser. Mache mir keine Sorgen. Und damit verabschiede ich mich. Also bis dann.